Moin Hasis! Ich habe ein Paket von 123TV. Da habe ich sicherlich meine neue hier, wie ist denn die, Königswerk bestellt. Ich hätte mal so eine Uhr aus eBay gekauft für 30 Euro oder sowas. Die haben so 123TV verkauft für irgendwie 1600 Euro. Die echte Königswerk, die gute. Deswegen komme ich drauf. Aber allerweilig, das Paket ist von Bodo hier. Das ist auch nicht von unten. Aber es ist ein Fanpaket. Ich fand es lustig, das passt ja ganz gut. So, wir tüdeln mal eben. Ein Fanpaket aus. Bodo, weiß Bescheid. Komm, wir gucken mal. Fanpaket Video in R. Kann niemand verwehren. Zack. Heute wollen wir in Ruhe arbeiten. Du sollst ja keinen Stress machen. Deswegen habe ich gedacht, ich schneide mich nicht mal vorher auf, sondern mach's einfach direkt. So, wir haben hier eine große Kiste tatsächlich. Und einen Brief haben wir auch. Hallo Max! Erstmal alles Gute zur Geburt deiner Tochter. Daran sieht man, ich bin immer so langsam bei den Paketen, aber ich sammle mal vorher ein bisschen an. Ne? Nicht, weil ich keinen Bock habe, hier auszupacken, sondern einfach nur, damit das videotechnisch für euch cooler ist, dass ihr so ein bisschen aufeinander folgen könnt. Weißt du, das macht ihr am selben Tag. Deswegen, tue ich schon einen Monat alt, aber ich danke dir nochmal im Nachhinein und danach geht. Wahrscheinlich wird er frischer. Datiert? Nee. Habt ihr mal ein paar schöne Sachen eingepackt? Ich hoffe, du kannst die gebrauchen, zum Beispiel für deine Trabi-Fahrschule oder für deine anderen Trabi-Gurken. Liebe Grüße an deine Familie, mach weiter so. Liebe Grüße, der Jetta 84. Ich habe auch einen Jetta 84, ich habe einen Jetta 83. Danke, Mann. So, komm, wir gucken mal, was wir hier haben. Papier. Eine Papierkiste. Das müssen wir wieder professionell machen, über das letzte Mal. Das ist gut, das gut geklappt. Ein Papier schön in die Kiste feuern. Und dann ist es gleich weg und ich muss nicht immer im Nachhinein aufräumen. Ich muss immer hinterher räumen. Hab die Pakete dann und wenn ich nicht gleich aufräume, habe ich das Problem nicht. Geil, wie geil ist das denn? Ich freu mich jetzt schon. Echt jetzt? Ziemlich cool. Ja! Warte, ich habe schon mal papiermäßig war einiges am Start. Und dann eine Kiste in der Kiste. Gewinnlos. Ja, ein besonderes Dankeschön für Sie als Kunde bei 123TV. Sie als Kunde bei 123TV haben die Chance. Ach du Scheiße. Pass auf. Und die Firma, die heißt Veranstalter Gesellschaft für Dankeschön-Vorteile GmbH. Ist schon klar, dass ich das lange noch drin, ne? In der Kiste, aber ich muss mir das mal angucken. Ich habe für den Laden nicht viel, bin ich ehrlich. Man kann bestellen, wo man will, aber ich habe für den Laden gar nichts. Boah! Das ist klar, das ist klar. Das ist sofort klar. Ich hau mich weg. Hier, Ihre Gewinnchance als freier Kunde, Sofortrente, 5 Jahre steuerfrei, 1111 Euro monatlich. Daran sieht man, dass meistens nur ganz alte Kunden sind da. Wieder abgezockt werden teilweise. Teilweise, nicht immer, aber wie gesagt. Ihre Glücksnummer, 3378. Hier, könnt ihr da anrufen. Ich habe jeder Zettel hat diese Glücksnummer drin. Ist mal der gleiche. Ich werde sofort gebührenfrei, bla 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 bla. Rentenchance sichern. Servicezeiten, bla. Kleingedruckte. Das Gewinnspiel. Ne, halte ich gar nicht. Halte ich nichts von. Will ich nichts. Das ist ein Scheißladen. Das sage ich jetzt öffentlicher Influencer im Internet, sage ich, das ist ein Scheißladen. Ich habe damals hier für QVC als LKW-Fahrer, kann ich eine Anekdote dazu erzählen. Als LKW-Fahrer, ich wäre LKW-Fahrer im Fernverkehr, ein Jahr lang, bevor ich Nahverkehr gegangen bin und 8 Jahre lang Tankwagen gefahren bin. Und da habe ich für QVC gefahren. In Hückelhoven war das gewesen. Habe ich immer von hier, von, wie soll ich sagen, von Bremerhaven die Ecke, Deppstedt, nach Hückelhoven. So ein Wundermittel gebracht. Totales Wundermittel. Ich habe da mal so eine Dose geschenkt bekommen von diesem Zeug. Für meinen LKW zum Putzen. Und dieses Wundermittel war einfach der größte Wunderschrott. Und das kostete im Einkauf den Liter irgendwas mit hier 80 Cent. Und kostete im Verkauf, haben die dafür genommen, 35 Euro. Deswegen halte ich nichts davon. So, habe genug Bashing gemacht. Bodo, nichts. Nichts gegen Pakete. Ich habe da Erfahrung mitgesammelt. Ich bin aber ganz ehrlich so. So, es geht weiter. Wir haben hier drin, was ich ziemlich geil finde, ob es magnetisch ist. Ziemlich cool, kriegt auf jeden Fall ein Auto auf dem Dach gleich. Wir haben hier ein echtes Fahrschulschild.
Ziemlich geil. Ist ja mit Akku oder wie geht das mit der Beleuchtung? Das ist nur ein Schild. Das ist ziemlich schwer tatsächlich. Das ist echt schwer. Das geht mit Saugnäpfen. Jetzt kommt man sich so aufs Dach. Warte, ich teste mal aus. Für mein Auto da. Klar, wir ein Auto in der Gurkenhalle. Hier, der Ford Fiesta, Fahrstuhl und das. Oh, das. Ach so! Das sind Magnete. Oh, mein Auto. Oh. Hier. Der ist Fiesta, Fahrschul Fiesta. Da können wir es so also lassen, finde ich ganz lustig. So. Das ist schon mal so cool. Danke dir, Bodo. Aber sowas kriegt man auch nicht mehr als die Teile. Und deswegen ist das so schwer gewesen, weil die Füße so schwer waren. Weil magnetisch. Nee, ich hab gedacht, das saugt nicht irgendwas. Total. Noch eine Kiste. Da. Das ist eine Öffnung. Da kommen wir rein. Da kriegen wir es hin. Ziemlich nachher schon mit irgendwelchen Abmahnanwälten von 123 TV konfrontiert. Konfrontiert. So. Pass mal auf. Aber meine Meinung kann man nicht verbieten. So, wir schauen wir erstmal hier. Wir haben hier Papier gehabt und jetzt haben wir hier noch ein paar. Das ist ja geil. Das ist ja echt geil. Das hätte ich aber auch die ganze Zeit mal eingepackt. Was ist das denn hier? Anthrazit-Lackfarbe, PKW-Lackierung, Lufttrocknen. Welche Farbe haben wir denn hier? VEB Farben und Lackierfabrik Leipzig. In flüssig. Blau. Schlüpferblau. Oder? Wie steht die Farbe irgendwo drauf? Königsblau. Olympiablau. Cool. Sau cool. Ich hatte bei dem Königsblau gewesen, Olympiablau gewesen, dann hätten wir mein Auto mit lackieren können. Mit zwei Dosen wird mein Trabi hinkommen, glaube ich. Alter. Coole Nummer, Alter. Ich danke dir. Vor allem diese Alter, das ist. Alle würden es mal so umstellen, ich schätze, es ist mein Farblager. Weil gar nachlackieren kann man nicht erst bei der Originalfarbe. So, ich würde mal sagen, ich nehme noch mit zum Farblager. Packen wir dann da eben dahin. Müssen wir das mit meinem Regalmanagement ein bisschen Gedanken machen. Meine Regale sind alle überlastet. Ich sitze hier mit meinem Farblager. Da. Und dann seht ihr hier vorne Poloteile. Das ist ein Pololager. Und das Problem ist, dass das Farblager Mini-Regale hat. Ich muss das irgendwann mal upgraden. Habe ich diese Regale überall in der Halle stehen, da hinten? Ist auch überlastet. Deswegen hoffe ich mal auf eine Hallenvergrößerung, vielleicht im Januar oder sowas, damit ich dann ab dann, das ist extra eingepackt, damit kann ich mir das merken, damit ich das hier ab dann, sage ich mal, ein bisschen besser machen kann, damit ich meine Regale ein bisschen ausweiten kann, damit Schwerlastregalen arbeiten kann. Mal gucken. Irgendwas in der Art. Weil regalplatzmäßig ist ja selber die Gurkenhalle, ist eine totale Katastrophe. Absolut. Aber egal. Ich schmeiße es trotzdem nochmal oben drauf. Und meistens finde ich es auch wieder. Ich kenne das Problem. Gut, dann würde ich mal sagen, ich danke dir, Alter. Bis zum nächsten Mal, Freunde. Und mal gucken, was noch so kommt. Ich bin echt, das ist schon ziemlich cool. Munter.